So, es hat mal wieder etwas gedauert. Das liegt daran, dass das Semester inzwischen losgegangen ist und ich das diesmal zum ersten Mal in meinem Leben online lese. Ich lese die Vorlesung live über das Internet und die Studierenden sitzen zu Hause und gucken das an und ich habe die Köpfe der Studierenden ganz klein auf meinem Bildschirm, fast so wie im Vorlesungsraum und dann können die Studenten auch Fragen stellen und es geht eigentlich besser, als ich befürchtet habe. Heute geht es um die Teilbarkeit. Teilbarkeit von natürlichen Zahlen. Zahlen durch eine vorgegebene Zahl. Und da kennen Sie verschiedene Kriterien. Beispiel durch 2. Ja, genau dann, wenn die letzte Ziffer gerade ist. Oder durch 3. Sie erinnern sich aus der Schule. Genau dann, wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist, also die Summe der Ziffern, Quersumme, und das ist dann meist viel kleiner, durch 3 teilbar. Hier ist übrigens eine kleine Bemerkung wichtig. Die Zahl 0 ist durch jede Ziffer teilbar. Man darf nicht durch 0 dividieren, aber 0 ist durch jede Ziffer teilbar. So, durch 4. Genau dann, wenn die aus den letzten beiden Ziffern bestehende Zahl durch 4 teilbar ist. Die aus den beiden letzten Ziffern bestehende Zahl durch 4 teilbar ist. 5 ist besonders einfach. 5 durch 5 teilbar durch 5. Genau dann, wenn entweder die letzte Ziffer 0 ist oder die letzte Ziffer 5 ist. Da muss man nur auf die letzte Ziffer gucken. Ziffer ist 5 oder 0. Oder durch 6. Genau dann, wenn. Ja, 6 Teilbarkeit durch 6 ist dasselbe wie durch 2 und durch 3. Also durch 2 und 3 teilbar. Ja, und 2 teilbar, letzte Ziffer gerade, und durch 3, die Quersumme muss durch 3 teilbar sein. Und als nächstes kämen wir jetzt durch 7. Genau dann, wenn. Und da mache ich 3 Fragezeichen. Das werde ich in diesem Video gar nicht beantworten. Ich werde Ihnen aber eine Methode beibringen aus einer anderen Ziffer, Teilbarkeit bei der anderen durch eine andere Ziffer. Wenn Sie diese Methode verstanden haben, können Sie den Fall 7 selber versuchen. Vielleicht mache ich es auch mal in einem späteren Video, aber ich bin ziemlich sicher, viele werden das so herausbekommen. Also, es geht um die Teilbarkeit von natürlichen Zahlen durch eine vorgegebene Zahl. Und in diesem Video möchte ich die Zahl 11 behandeln. Also 8, 9 und 10 ist wieder ein bisschen langweilig. Aber 11 ist interessant und die Antwort ist besonders schön. Das ist übrigens etwas, was ich bis dahin gar nicht wusste. Das kam weder im Studium noch in der Schule vor. Und in der Schule hätte das wunderbar vorkommen können. Das kann man alles im Rahmen der Schulmathematik machen. Und es ist ein Jammer, dass es nicht gemacht wurde. Das hätte mir gefallen. Also, es geht um die Teilbarkeit durch 11. Und wir könnten jetzt
sozusagen eine unbekannte Zahl ansetzen und es dann mit allgemeinen Beweisen, aber das wird eine gewisse Fummelei und man sieht die Idee viel besser, und das ist in der Mathematik auch völlig legal zu machen. Manchmal reicht es, ein Beispiel anzuschauen, und wenn man die Methode am Beispiel verstanden hat, dann braucht man gar nicht mehr machen. Also Beweis durch Beispiel. Es reicht natürlich nicht, ein Beispiel zu rechnen, aber an dem Beispiel kann man dann die Methode erkennen, warum das ein allgemeiner Satz wird. Jetzt nehme ich irgendeine Zahl, keine überlegt, 5, 7, 8, 3, 9. So, und jetzt machen wir uns als erstes mal klar, was bedeutet das? Ja, wir sagen 57.839. Also, wir sagen, das ist 5 mal 10.000 plus 7 mal 1.000 plus 8 mal 100 plus 3 mal 10 plus 9. Und das schreiben wir jetzt andersrum auf. Das ist 9 mal 1 plus 3 mal 10 plus 8 mal 100 plus 7 mal 1.000 plus 5 mal 10.000. Das ist die Bedeutung einer Dezimalzahl. So ist gut, sich das bewusst zu machen. Es ist sehr bequem, das so hinzuschreiben, aber dafür steht es und wir sprechen es auch genauso, wofür es steht. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen und wir machen eine Beobachtung. Wir wollen die Zahl 11 ins Spiel bringen und diese Ziffern 10, 100, 1000, 10.000 nach Möglichkeit durch etwas ersetzen, was ganz nah an der Zahl 11 ist. Ja, dann können wir bei 10 anfangen. 10 ist 11 minus 1. Ja, das ist ganz einfach. Ein bisschen dümmlich sieht es aus, aber es ist für uns nützlich. Jetzt wollen wir 100. Ja, 100 ist 10 mal 10. Das ist also 11 minus 1 mal 11 minus 1. Okay, und das rechnen wir jetzt aus. Und ich rechne es eigentlich nicht wirklich aus. Das ist 11 mal 11 minus 1 mal 11 minus 1 mal 11. Also minus 2 mal 11. Minus 1 mal minus 1 ist plus 1. Und jetzt sehen wir, dass wir die 11 hier ausklammern können. Und was da herauskommt, ist mir völlig egal. Das könnten wir zwar ausrechnen, aber das ist 11 mal irgendeine Zahl x1 plus 1. Ja? In dem Falle ist das 11 minus 2. Ja? Das kommt raus, wenn ich das ausklammere. Und das ist mir völlig egal, welche das ist. Und jetzt machen wir dasselbe mit 1000. Das schreiben wir als 10 mal 100. Okay, das ist 11 minus 1 mal 100 war 11 mal x1 minus 1. 11 mal x1 plus 1. Vorsichtig. Und wenn wir das ausrechnen, dann steht da wieder 11 mal 11 mal x1 minus, minus 11 mal x1 plus 11 minus 1 mal minus 1 mal plus 1 gibt wieder minus 1 mal minus 1. Ja, und jetzt können wir wieder 11 ausklammern. Und das ist 11 mal irgendeine Zahl, ja, was hier rauskommt, wenn wir 11 ausklammern. Und die nennen wir x2. Und das steht eben minus 1. Aber wir sehen schon eine gewisse Regelmäßigkeit. 10 war 11 minus 1. 100 war 11 mal irgendetwas plus 1. 1000 ist 11 mal x2 minus 1. Und jetzt können wir schnell 10.000 machen. Gleich 10 mal 1000. Und wir sehen jetzt das Prinzip. Das ist wieder 11 minus 1 mal
11 mal x2 minus 1. Ja, und das ist eine Rechnung, die wir eben schon hatten, außer dass wir hier aufpassen müssen, minus mal minus. Also das ist wieder 11 mal irgendeine Zahl x3, minus 1 mal minus 1 ist plus 1. Also, ich klammer das mal aus, das ist 11 mal 1 minus 1, dann bei 100 kommt raus hier 11 mal, Entschuldigung, das ist 11 mal, wo war 100? Kann man vor lauter, hier. Ja, da kommt plus 1 raus, 11 mal irgendetwas plus 1. Jetzt müssen wir 1000, ja, da kommt raus, das ist 10.000 hier, habe ich mich schon wieder vertan, wo ist 1000? Da kommt raus minus 1, okay, 11 mal x2 minus 1 und hier kommt wieder eine plus 1 raus. Also abwechselnd kommt 11 mal irgendeine Zahl minus 1, dann plus 1 mal eine andere, dann minus 1 und dann plus 1. Das kommt raus, wenn wir die Zehnerpotenzen schreiben als 11 mal irgendetwas plus oder minus 1. So, und jetzt können wir das ja vielleicht nochmal zusammenfassen. Ich will die Zahlen nochmal stehen lassen. Die Beobachtung mache ich jetzt hier unten hin. Also die Beobachtung ist, nochmal die Beobachtung, 10 gleich 11 minus 1, 100 gleich 11 mal irgendetwas, die hat mir x1 genannt, plus 1, 11 mal irgendwas plus 1, 1000 war 11 mal irgendeiner anderen Zahl und jetzt steht da wieder minus 1. Und 10.000 ist 11 mal einer wieder anderen Zahl und jetzt steht wieder plus 1. Und jetzt kann ich sagen und so weiter. Abwechselnd 11 mal irgendeine Zahl plus 1 oder minus 1. Und wenn wir das jetzt anwenden, dann bei unserer Zahl, dann sehen wir, also 5, 7, 8, 3, 9. Ja, das ist 9 mal 1, das lassen wir stehen. Plus 3 mal 10. Plus 3 mal 11 mal, 11 mal 11 minus 1. Plus, nächste Ziffer, 8 mal, ja 100 war 11 mal x1. Plus 1. Plus 9 mal, plus 7. X war 7 mal 11 mal x2 minus 1, immer abwechselnd. Plus, und die letzte war 5, aber die erste, die letzte in dieser Reihenfolge war 5 mal 11 mal x3 plus 1. Ja, und jetzt kommt wieder eine Beobachtung, eine ganz simple Beobachtung. An der Teilbarkeit einer Zahl durch irgendeine anderen ändert sich nichts, wenn ich durch diese Zahl ein Vielfaches der anderen dazu addiere. Also konkret, an der Teilbarkeit durch 11 ändert sich nichts, wenn ich ein Vielfaches von 11 addiere. Da ändert sich nichts dran. Ja, und wenn wir gucken, was haben wir gemacht? Wir haben die Zahl geschrieben als 9 mal 11.
3 mal f können wir ignorieren. Das ist etwas, was durch f teilbar ist. Da ändert sich nichts an der Teilbarkeit. Dann bleibt also 9 mal f plus 3 mal minus 1 stehen. 8 mal f, das können wir vergessen, plus 8 mal 1. 7 mal f können wir ignorieren, steht da 7 mal minus 1. Das können wir ignorieren, 5 mal, jetzt bleibt 5 mal plus 1 stehen. Und jetzt sehen wir also die Teilbarkeit durch 11. Dazu brauchen wir nur die Ziffern addieren, aber mit wechselndem Vorzeichen. Letzte Ziffer mal plus 1, minus vorletzte Ziffer mal minus 1, plus drittletzte Ziffer mal 1, minus viertletzte Ziffer plus viertletzte Ziffer mal minus 1, plus fünftletzte Ziffer mal 1. Und das halten wir jetzt fest als einen allgemeinen Satz. Satz. Ja. Satz. Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 11 teilbar, wenn die alternierende Summe abwechselnde Vorzeichen, wechselnde Vorzeichen, und da ist egal, ob wir vorne oder hinten anfangen, denn die Teilbarkeit ändert sich nicht, wenn sich das Vorzeichen der Zahl ändert. Also aber zum Beispiel jetzt letzte Ziffer minus vorletzte plus drittletzte minus viertletzte plus fünftletzte, die muss man addieren, durch 11 teilbar ist. Nun, alternierende Summe der Ziffern durch 11 teilbar ist. Ganz wunderbarer Satz. Ich habe leider die Ziffer, die wir hatten, vergessen. Das ist aber nicht wichtig. Jetzt nehmen wir uns irgendeine Ziffer, die ich jetzt erfinde. 4, 9, 3, 2, 8, 7. Mal eine bisschen längere Ziffer. Und wir teilen. Wir probieren das. Ist genau dann durch 11 teilbar, wenn ja letzte Ziffer minus vorletzte plus drittletzte minus 3 plus 9 minus 4 durch 11 teilbar ist. Und das rechnen wir jetzt aus. 7 weniger 8 gibt minus 1. Plus 2 gibt plus 1. Minus 3 gibt minus 2. Plus 9 ist 7, weniger 4 ist 3. Durch 11 teilbar ist. Und das ist nicht der Fall. Nein, also ist es nicht teilbar. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Sonst rechnen Sie das selber nach. Das ist jetzt nicht wichtig. Wenn wir statt der 9 hier eine 6 hätten, statt der 9 eine 6 hätten, dann würde das ja um 3 runtergehen, um 6 runtergehen, dann würde das, wenn um 3 runtergehen, dann würde da eine 0 stehen. Und ganz am Anfang hatte ich schon gesagt, jede Zahl ist durch 0 teilbar, dann würde es gehen. Also wenn wir hier die Zahl 9 ersetzen würden durch 6, 4, 6, 3, 2, 8, 7 ist durch 11 teilbar. Und das ist doch ein ganz, ganz tolles Kriterium. Ich war selber etwas überrascht, als ich das vor einiger Zeit das erste Mal überhaupt gehört habe. Und die Teilbarkeit durch 7, die ist ein bisschen komplizierter, aber das gebe ich jetzt wieder als Rätsel auf. Das können Sie vielleicht auch selber mit der Methode bestimmen. Sie müssen jetzt die Zahl 10 zum Beispiel schreiben als 7 plus 3.
Ja, das ist der Anfangspunkt. Und die Zahl 100 müssen Sie auch wieder durch irgendetwas, durch 7 Teilbares plus eine möglichst oder minus eine möglichst kleine Zahl schreiben. Und wenn Sie das machen, dann werden Sie eine Regelmäßigkeit sehen und werden ein Kriterium für 7 selber beweisen und sind damit richtige Mathematiker. Dabei viel Erfolg.